Aber letztendlich weiß nicht. Ich weiß nicht. So. Ab durch die Menge. Oh cool. Können wir gleich noch machen. Gut, dass ihr gerade vorbeikam. Ja. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ach, Mann, wie unhöflich von denen immer. 7 von 8, geil. Habe ich ja schon fast alle. Das ist nice. Okay, kann ich noch mehr Sync-Punkte da bekommen bei der Sync-Anzeige? Alter, wer nervt? Du da? Schieb ab. Ruhe! Meine Güte nochmal. Ja, weiter nach oben, Alter, hier. Ja, danke. Achso, da muss ich noch einmal rum. Das ist ein etwas anderer Turm. So, damit hätten wir aber auch das geschafft. Ich würde sagen, synchronisieren. Ach ja. Und abwärts. Und auf dem Sprung. Bürgerrat-Befragung wäre das. Komm, dann gehe ich da hinten einmal hin und auf dem Weg zurück mache ich dann die Hauptmission hier praktisch. Tja, was ist da wohl passiert? Juhu! Ab geht's durch die Stadt. Über die Dächer. Och Mann. Alter, wie viele Dachwachen hier sind, ne? Tretet jetzt zurück. So. Mal schauen. Wohin das denn gehen? Da hoch? Okay. Na, hoch mit dir. Hopp. Und nach oben. Ach, das nervt ein bisschen, das Geblinke. Egal, ich bin spätestens los, wenn ich ins Heu da springe. Vom Dach hier. Oh. Ja, das war nicht ganz so klug. Da hätte ich sprinten und so gedrückt halten müssen, dass der automatisch da hochklettert. Hab ich vergessen. Oh, cool. Okay. Nicht noch weiter hoch. Hatte ich gedacht. Ah. Das sieht geil aus. Tatsächlich dauert das ernsthaft so lange, bis ich hier im Heu verschwunden bin. Naja, kann ich gleich da drin bleiben und mal kurz in der Zwischenzeit das da auswählen. Okay. Ha, ich dachte, da war eben ein Templer. Ach, weißt du was? So. Flatsch. Oh ja, so mache ich das. Flatsch. Boah, das ist keine Herausforderung hier. Oh.
Zack. Und bam. Voll die Fontäne, die da rauskam. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Hier drüben! Töte ihn! Hier wirst du sterben. Gott steht auf meiner Seite. Du hast keine Wahl. Du musst es probieren. So, Ruhe hier. Außer ich spuckt. Allmächtiger. Erscheint in Eile. Meine Güte. Okay, hier scheine ich nicht so ganz rüber zu kommen. Ach, natürlich komme ich hier nicht rüber. Ich muss in die Richtung. Ja, runter, runter, runter. Alles klar, das ist der Anruf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. So, und da bin ich auch direkt schon wieder zurück. Hab doch noch eine Viertelstunde Zeit. Und das sollte reichen, um den Turm zu erklimmen. Na, lauft! Oh, tut mir leid. Jupp. Das bin ich! Juhu! Verstände zerstören. Ah, verdammt, da muss ich rüber irgendwie, ne? Interessiert ihr euch für meine Ware? Ey, warum bin ich da nicht hochgeklettert? Ihr werdet es nicht bereuen. Hier kann ich hoch. Sehr schön. Nein, geht nicht. Kommt nicht. Was? Hatte der was gesagt? Ein bisschen unnötig, ja, aber egal. So, wir können nicht rüber. Und hoch geht's. Oder auch nicht, doch hier. Sehr schön. Geht schnell. Gar nicht erst richtig zugehört. Direkt. Zack, Klingel. Ach so. Und damit haben wir auch den letzten Aussichtspunkt. Und da ist eine Sarazenenflagge. Die hole ich mir am liebsten natürlich gleich auch noch. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ja. Jawohl. Sehr schön. Nein, runter mit dir. Ja. So, dann belauschen wir die doch mal. Habt ihr Geld für mich? Nee, ich nicht. Und zuhören. Ich möchte ihn sehen. Ich möchte ihn hören. Das kann ich veranlassen. Aber wir müssen vorsichtig sein. Es gibt immer noch viele, die sich der Erleuchtung verweigern. Sie könnten ihm schaden. Dann sind sie ignorant und ängstlich. Ihr scheint es ernst zu meinen. Aber kann ich euch wirklich trauen? Es schmerzt mich, dass sie mir diese Frage stellt. Nun gut. Wir versammeln uns jeden Tag in der Madrasa. Er spricht zu uns und führt uns in die Stadt, auf das wir sie reinigen. Kann ich mich anschließen? Bedenkt, dass wir einen steinigen Weg beschreiten. Unsere Arbeit erfordert Opfer. Ich verstehe. Dann kommt und trefft euch mit uns. Wir werden sehen, wie stark ihr seid. Okay. Nein, geht nicht. Wer hat das getan? Sagt es mir. Was ist das? Ach man, war ja klar. Ungläubiger, ich werde euch in die Schranken weisen. Der Herr steht auf meiner Seite. Fresse halten. Schieb ab. Ich find's witzig, dass immer die Schwächsten die größten Sprüche drauf haben. Das wird nicht zu schwer werden. Zum Beispiel das.
Platsch, und dann sind sie als erster tot. Nein! Ah. Übel. Hat er meinen Verteidigungsbrecher gekontert. Schön liegen bleiben. Du willst sterben? So sei es. Zack! Ja, gut. Bam! Bam! Nice! Oh. Weißt du, und dann kommt so ein Würstchen hier an. Flatsch. Okay. Ich würde sagen, Taschendiebstahl gibt es gleich zu. Wie viele von den Bobos hier sind. Alter, das darf nicht wahr sein. Noch mehr. Ach, schubst mir erstmal um hier, was? Frechheit. Meine Fresse, hoffentlich ist jetzt mal Ruhe hier. Alter, schieb ab, Aule. Alte Kuh, ey. Ich habe ihn, er ist hier. Ich bin scheiße. Nein. So, fick dich. Jetzt habe ich zwar für die Dachbogenschützen keine Messer mehr. Wofür ich die eigentlich haben wollte. Aber egal. Oh ja. Nein. Wir haben den Ort gefunden. Es ist genau, wie ihr gesagt hattet. Ich schätze, er wird sich selbst darum kümmern wollen. Und das schnell. Am besten sagen wir den anderen nichts. Eine sehr weise Entscheidung. Offen gestanden, ich bin froh, wenn all dies vorüber ist. Bald, mein Freund. Bald. Heute werden die Letzten dem Feuer übergeben. Junge, komm her! Der sieht älter aus als die beiden zusammen. Ja. Dann geh und überbringe ihn. Du findest den Empfänger in der Madrasa. Okay, Taschendiebstahl. Hab ich ja drauf. Erledigt! Kein Ding. So, ab. Och, nö, ey. Was kostet mich den Kopf geklettert zu haben? Alter, guck mal, der eine ist da runtergefallen. Verdammt. Bam. Schieb ab. Bam! Oh, hat er mich gekontert? Was für eine Frechheit. Oh ja, gut, wenn du meinst. Nee, nee, nee. Oh, Frechheit. Zack. Verrecke. So.